Grüß euch Leute und herzlich willkommen zur neuen Messertest auf meinem Kanal. Heute mittlerweile der 6. Messertest und heute möchte ich ein besonderes Messer vorstellen, das Schnitzel 3. Ja, ich habe momentan gehört, dass dieses Messer in aller Munde ist und jeder redet nur mehr über Schnitzel, 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 Schnitzel. Wiener Schnitzel, was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir das jetzt besorgt, das Messer, und ich werde das jetzt auch ordentlich in mein Messertestareal durchtesten. Gut, gehen wir die Stationen durch. Station Nummer 1 werden wir einen Hering schnitzen, schauen, wie sich das Messer verhält, wie es schneidet, die Handhabung, die Haptik. Dann kann ich mit diesem Messer einen Feuerstahl anreißen. Dann kann ich mit einem Hieb die Flasche durchtrennen. Schauen wir, ob das geht. Dann nächste Station, die Banane. Hier werden wir mit gezielten Hieben 2-3 schöne Scheiben runterhacken oder durchtrennen. Dann nächste Station, das Seil. Einmal cutten, dann der Übergang zum Betoning. Hier werden wir einen 10 cm im Durchmesser dicken Stamm betonen und spalten. Dann nächster Test, der Hacktest. Hier wird das Messer auf seiner Haptik oder seinen Künsten gegenüber von der Hacktechnik trainiert oder halt geschaut, wie es funktioniert. Durchgehackt, zack, 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 zack. Und der letzte Test ist der Endgegner von jedem Messer, der Bruchtest. Hier handelt es sich um einen Bruchtest. Hier werden wir das Messer reinstecken und gezielt einmal runterdrücken. Meistens mache ich es dreimal, um ja zu garantieren, dass nichts gefaked wird. Ja, passt. Starten wir den Messertest. Jetzt haben wir aber gelabert bei den ganzen Stationen und jetzt geht es ans Eingemachte. Schauen, ob das Schnitzel das hält, was es verspricht. Gut, auf geht's. Test Nummer 1, der Schnitztest. Oho. Oha, das Messer schneidet sich einmal ganz gut ein. Alter! Bis jetzt das beste Ergebnis, wirklich. Ohne Schmaß, ohne Schmäh. Bis jetzt das beste Ergebnis. Schau mal. Alter Schwede. Gut, kommen wir zum... Na warte, machen wir noch mit dem Handschuh. Ich möchte ja beide Varianten testen, mit und ohne Handschuh. Was ich jetzt schon sagen kann, das Messer ist ungefähr ähnlich wie das SE4, das ich schon mal getestet habe. Und ich kann jetzt schon sagen, dass die Grifflänge deutlich besser ist und ich kann das Messer deutlich besser heben und in der Hand halten. Wirklich gut. Jetzt schnitzen wir nochmal mit dem Handschuh. Oh, mit dem Handschuh ist es ein bisschen besser, denn du hast mehr Polsterung, du kannst mehr anpacken. Und dieses Messer, schau mal das an. Hört ihr das? Hört ihr das? Oh. Oh, kommen wir zum Feuerstahl. Können wir mit dem Schnitzelmesser, mit dem Schnitzel 3, einen Feuerstahl entzünden? Oha, das war nicht gut. Es funktioniert. Nicht so gut wie bei den Mora-Messern wohlgemerkt, aber es funktioniert und es geht. Es würde gehen im Notfall. Passt. Gut, kommen wir zum Hiebtest. Hier werden wir mit einem gezielten Hieb die Flasche durchtrennen. Okay, hat es geschafft, war aber mein Fehler, denn die Klinge ist kurz, ist auch 42A-konform, das heißt in Deutschland kann man das Messer ohne Probleme führen. Hat bestanden, war mein Fehler. Gut, zum nächsten Test, die Banane. Nehmen wir mal so hier, so. So. Zack, zack. Die Banane bewegt sich kaum. Richtig gut. Kommen wir zum Seil. Zarre. Richtig gut dieses Mal. Richtig gut. Fast auch vom Gefühl her das beste Ergebnis bis jetzt. So, Betoning. Oh, nehmen wir echt den Endgegner mit den Ästen? Ja, wir versuchen es. Um nichts zu faken, ihr seht, hier ist alles verwachsen mit Wurzeln. Ja, nicht viel, 2-3 sind drin. Aber das sollte auch dieses Messer bestehen können. Sollte es sich das nächste Survival-Messer von mir nennen dürfen. Oha. So. Okay, noch ist ganz. Erstaunlicherweise, na Spaß.
Entschuldigt für das Glockengeläute im Hintergrund, aber wir haben hohen Besuch und zwar die Kühe. Was ist da los? Warum geht es nicht? Oh, gibt's ja nicht. Ich glaube aber nicht, dass es am Messer liegt. Ist das die Spaltwirkung? Ich weiß es nicht. Probieren wir eine andere Seite mal. Sehr erstaunlich, warum das jetzt nicht funktioniert. Alter. Okay, von der Robustheit her hat es mal schon bestanden. Nur kann ich das Teil jetzt nicht betonen. Habe ich noch nie gesehen. Probieren wir es oben bei den Ästen. Warum geht das nicht? Ich verstehe. Alter. Aber eins kann ich schon sagen, der Griff und alles ist extrem robust. Extrem robust. Ja, der Klöpper ist für den Arsch. Probieren wir einen anderen, wohlgemerkt wieder mit Ästen drinnen. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Okay, jetzt ist das auch wieder kaputt. Schreibt doch vielleicht in die Kommentare, warum das nicht geht. Hat das Messer zu wenig Spaltwirkung? Oder warum geht das nicht? Probieren wir sowas. Das müsste jetzt schon gehen normalerweise. Ja, tipptopp. Tipptopp. Komisch. Oder ist es, weil das Holz komplett mit Wasser vollgesogen hat? Nein, ich glaube, es ist das Messer selbst. Die Spaltwirkung ist nicht so gut. Egal, es hat den Betontest bestanden. Gut, weiter zum nächsten Test. Hier kommen wir zum Hacktest. Da dieses Schnitzelmesser hier ein Band drin hat, werden wir auch dieses verwenden. Und jetzt werden wir mal richtig, also ein bisschen zu eng. Ah, machen wir ohne. Jetzt würden wir mal richtig probieren, das geht. Oha! Alter Schwede, zum Hacken geht es wieder extrem gut. Gut, jetzt kommen wir zum letzten Test. Der sogenannte Bruchtest. Der hat es jetzt schon einigermaßen mal in sich gehabt. Und jetzt probieren wir es beim Schnitzel wieder. So, ich klöppe es rein. 2 cm, 2,5 und wir probieren. Oh. Okay. Hätte ich mir nicht gedacht, der Griff ist verbogen. Die Spitze ist verbogen. Ach du Scheiße. Biegen wir es wieder zurück. Es ist sehr elastisches Messer. Ja, scheiß drauf. Egal, scheiß drauf. Jetzt geht's um die Wurst. Ja, Leute, ihr seht es. Sieht man das? Die Spitze ist nicht nur ein bisschen schief, sondern wirklich schief. Tja, leider hat dieses Messer den Bruchtest nicht bestanden. Na klar, man kann es wieder zurückbiegen, aber durch diese Biegerei macht man auch natürlich innen drinnen die Bestandteile von dem Material kaputt. Und irgendwann bricht es. Also, das Messer hat den Bruchtest leider nicht bestanden. Weiter zum Fazit. So Leute, das war's mit dem Messertest und jetzt möchte ich mal kurz mein Fazit loswerden. Ich bin vom Schnitzel 3 sehr enttäuscht, da ich es wirklich schön finde und die Grifflänge optimal gewesen wäre für mich. Leider hat es beim Betonen als auch beim Bruchtest versagt
Und deshalb hat es für mich leider keine Verwendung, denn es erfüllt nicht die Zwecke oder die Kriterien, die ich für richtig und wichtig halte. Also ja, die Scheide ist gut, es ist alles gut, das Design ist gut, aber nur das Material hat versagt bei diesem Messer. Und es ist schade, sehr schade, denn vom Designer hat Schnitzel nichts falsch gemacht. Ja, das war's im Video. Schreibt eure Meinung unter den Kommentaren, würde mich sehr interessieren, wie sich hier jetzt die Meinungen spalten zu diesem Messer, denn jetzt haben wir mal ein schwarzes Schaf aufgedeckt. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Survival Bur. Ciao, ciao.